So, da wären wir wieder. Also, ich konnte es gar nicht finden, denn es wurde geändert. Anscheinend gibt es jetzt eine neue Zone, extra fürs Trainieren. So, und die ist hier unten. Animal Training. Warum auch immer. Und wie genau starte ich das Ding jetzt? T. Okay. Guck mal, ob jetzt bei den Tieren irgendeine neue Option ist. Hier sind die ganzen Hunde. Oh, das ist hier. Okay. Hier können wir jetzt auswählen, wer trainieren soll und ob es zu einem Kriegshund trainiert werden soll oder zu einem Jagdhund. Also erstmal wähle ich den Trainer aus. Der Trainer ist Knuddelmu. Oh. Ich mache erstmal keinen. Weil wir wollen ja nicht unsere weiblichen Hunden dafür benutzen. Können wir Welpen zu Kriegshunden ausbilden? Nein, können wir nicht. Ah, ärgerlich. Okay, dann müssen es doch die weiblichen Hunde sein. Wir hoffen einfach, dass nicht zu viele davon sterben. Also, Trainer Knuddelmu. Kriegshund. Okay. Kriegshund, Kriegshund. Kriegshund, Kriegshund. Any Trainer. Wir können es einfach auf Any Trainer lassen, denn wir haben nur einen einzigen Trainer, also passt das schon. Das heißt, diese sechs Weibchen werden jetzt zu Kriegshunden ausgebildet. Gucken wir mal, ob wir das direkt sehen können und wie schnell das geht. Das da müsste Knuddelmu sein. Jupp. Und der beschäftigt sich jetzt mit dem Hund eine Weile und irgendwann wird es ein Kriegshund. Na gut. Oh, die Wheelbarrows sind fertig. Schön, schön. Dann gehen wir mal hier drauf und drücken W für maximale Wheelbarrows und erhöhen das auf. Oh, es geht noch bis 3. Das ist ja ärgerlich. Okay, dann halt 3 Schubkarren. Ich glaube, ich schummel einfach mal. Ich drücke einfach mal PX. Also es ist nicht wirklich schummeln, aber es macht Sinn. Also ich mache hier den Stockpile weg. Und mache einfach noch einen Stone Stockpile. Hier hin. Nicht über die Treppe. So. Und dem sortiere ich jetzt auch 3 Wheelbarrows hinzu. Das heißt, für diese Etage haben wir jetzt 6 Wheelbarrows zugeordnet. Das heißt, ich könnte es theoretisch nochmal splitten und nochmal splitten. Dann hätten wir 12. Aber es müsste so eigentlich erstmal reichen. Oh, und der Hund ist ein Kriegshund geworden. Das ging ja flott. Der sieht jetzt auch ein bisschen anders aus, hat so ein Stachelhalsband. Also das ist wirklich klein, aber es wird wohl ein Stachelhalsband sein. Oh, das ist ja schick. Jetzt bräuchten wir nur noch die Seile. Und dann können wir hier die Hunde anbinden. Die Frage ist nur, ob wir sie wirklich anbinden wollen. Denn wenn wir sie anbinden, dann können sie nicht an die Goblins ranlaufen, die einen Bogen haben zum Beispiel. Und dann steht hier hinten ein Goblin, kichert sich einen ab und schießt die ganze Zeit auf den Hund. Das ist ja auch nicht toll. Versuchen wir es mal mit den Pastries. Also wir definieren jetzt den Bereich hier als Pen Pasture. Nicht Pastry. Pastry ist was zu essen. Also ein Pen. Nicht Pit Pond. Pen. Pen. So. Und da darf jetzt der eine Kriegshund hin. So. Weil dann können wir auch die beiden Hunde hier wieder rausnehmen. Wenn wir das so einfach mit den Pastures machen können. Ja, das mache ich doch gleich mal. X. X. Und da kommt auch schon die Knuddelmu mit dem Kriegshund. Und der wird dann hoffentlich hier in dem Bereich bleiben, so lange bis ein Angreifer kommt. Und dann verlässt er den Bereich hoffentlich auch. Wenn nicht, wäre es ein bisschen doof. Aber na gut, machen wir gegenüber nochmal einen Pen. Dahin. Pen Pasture und da kommt der Kriegshund auch noch hin und der Kriegshund auch und der Kriegshund nicht. Denn auf der anderen Seite soll auch noch welche hin. So. Shift N. So, jetzt haben wir oben zwei, unten zwei. Das sollte fürs Erste reichen. Mehr will ich auch nicht zuordnen, weil wenn die sterben, dann haben wir 4 gebärfähige Hunde weniger. Und das muss ja nicht unbedingt sein. So, was macht unsere Jobliste? Die Türen sind in Produktion, die Ledersachen auch. Wir kommen nicht wirklich schnell voran. Aber das hängt auch damit zusammen, dass
unser Mason halt hier oben noch mit der Mauer beschäftigt ist. Und ihr seht, wie langsam der ist, wenn er die Steine schleppt. Ja. So, und hier haben alle nichts zu tun. Das ist echt albern. Haben wir irgendwas aus Holz, was wir noch brauchen? Ja, komm, wir machen noch einmal. Ups. Rock Door, die habe ich gerade aus Versehen gelöscht. Und Wood Barrel. 20. Und was können wir noch aus Holz machen? Bins kann man immer gebrauchen. Wooden Bin. Auch nochmal 10. Ja, soll erstmal reichen. Das heißt, die Masons haben zu tun, der Carpenter hat zu tun, die Craft Dwarfs. Oh, die können mal aufhören, Mechanismen herzustellen. Die Crafts Dwarfs bauen nicht beide die Spielsachen. Das ist natürlich nicht so toll. Wir können aber Cloth Crafts machen. Oder sind die jetzt auch schon alle? Nee, wir haben keinen Stoff mehr. Schade. Dann bauen wir halt. Oh, dann bauen wir hier halt auch Spielzeuge. Denn die Zwerge müssten ja bald kommen mit ihrer Karawane. Und die hatten uns im letzten Jahr gesagt, dass sie gerne mehr Spielzeug hätten und dafür auch gut bezahlen würden. Und wir haben viel zu viele Mechanismen. Mal gucken, ob wir die nachher verkaufen können. Weil ich wüsste nicht jetzt, wofür wir so viele brauchen könnten. Und was ist gerade passiert? Ein Dieb. Wo? Ah, da unten. Dann können wir doch mal gucken, ob die Hunde jetzt ihren Pen verlassen. Ja, und wie die den verlassen. Muahaha. So, lauf, Goblin, lauf. Da ist der Goblin. Und gleich der nächste Dieb. Ich will aber gucken, was mit dem Goblin passiert. Da ist der Goblin. Und da überall Blut. Oh, das ist das Blut von dem Hund. Das ist nicht so gut. Wunden. Oh, rot heißt eigentlich abgetrennt. Die linke hintere Pfote, die linke vordere Pfote, der Unterkörper und der Pankreas. Ist das nicht ein Teil vom Gehirn? Okay, das fehlt. So stark sind die Kriegshunde dann wohl doch nicht. Das finde ich jetzt ein wenig enttäuschend. Also zum einen, dass sie nicht wirklich stark sind, zum anderen, dass sie so schnell sterben. Und wo läuft der Zwerg dahin? Ah, und jetzt kommt die Karawane rein. Was jetzt noch schlimmer wäre, ist, wenn mit der Karawane gleich noch eine Invasionsstreitmacht reinkommt. Aber gut. Also diese Kriegshund-Geschichte, die begrabe ich jetzt. Ich werde keine neuen ausbilden. Beziehungsweise keinen neuen wirklich aktiv einsetzen. Ich werde immer nur einen Hund hier vorne positionieren, dass er uns warnen kann, falls eine Armee kommt. Aber sonst setze ich die nicht ein. Dafür sind mir die Hunde zu wertvoll als Fleisch- und Lederlieferanten. So, hier darf der Broker wieder hin. Was haben wir jetzt zum Tauschen? Die Granitmechanismen. Meka. Ja, gucken wir mal, wie viel die wert sind. Zack, zack, zack. Ein paar lassen wir da. So. Was haben wir noch? Die Toys. Toy? Wir haben keine Toys. Das glaube ich doch nicht. Toys? Doch. 6 Kisten, also. Trotzdem haben wir nicht so viel zum Tauschen, wie ich gerne hätte. Schilder nicht, wir könnten Stein verkaufen. Nee, das bringt nicht wirklich viel. Alkohol verkaufen wollen wir auch nicht. Und sonst haben wir nichts zum Verkaufen. Ja, was das angeht, läuft dieses Fort nicht ganz so gut. Ich sollte wahrscheinlich noch ein paar mehr Craft Dwarfs Workshops produzieren. Und dann ein paar von unseren Haulern zu Steinmetzen machen, damit sie dann, also zu Stone Craftern machen. Damit sie dann noch mehr Kinkelitzchen herstellen können. Aber gut. So, ihr Hunde sind jetzt hier verwundet. Da müsste sich Knuddelmu eigentlich drum kümmern. Na, schauen wir mal.
Da kommen die Karawanen, fahren wieder zickzack. 1, 2, 3 Wagenladungen. Das könnte ordentlich werden. Und was kriege ich hier alles für eine Fehlermeldung? Tentakelfan. Tentakelfan kann keine Sachen herstellen, weil er kein Leder mehr hat. Und Corbon kann keine Seile herstellen, weil er keinen Stoff mehr hat. Aber warum spammen die das so? Weil die hier noch abgearbeitet werden muss. Ja, okay. Das heißt, mit dem Spam müssen wir wohl leben. Was ich ein wenig ärgerlich finde. Normalerweise, wenn sie keine Materialien haben, dann sagen die nichts mehr, hören den Job erstmal auf und probieren das dann ein bisschen später wieder. Aber na gut. Also die vier Kriegshunde scheinen alle überlebt zu haben. Die blinken auch nicht mehr so stark. Ich behalte die mal im Auge. Ja, das ist nicht mehr rot. Das ist nur noch gelb. Das ist gut. Das heißt, Knuddelmu hat ganze Arbeit geleistet und die Hunde schnell verarztet. Das heißt, wir haben ein paar Wunden davon getragen, aber wenigstens keiner gestorben. Das waren aber auch nur Goblin-Scouts. Die sind nicht wirklich stark. Wenn jetzt ein richtiger Goblin-Krieger da gewesen wäre, dann hätten die Hunde wahrscheinlich gnadenlos versagt. Passt der Wagen da nicht mehr rein? Ah doch, jetzt. So, dann gucken wir mal, wie viel wir zusammenkriegen. Wie ihr sehen könnt, die Stoff-Kinkerlitzchen, die bringen richtig gut was. Also hier 180, 140, das ist gleich wesentlich mehr als die Stein-Kinkerlitzchen. Also die Crafts. Also ich weiß nicht, warum ich immer Kinkerlitzchen sage. Aber ich finde, Crafts ist so schwierig irgendwie auszusprechen. Oder ich habe das Gefühl, dass ich dabei immer nuschel oder so. Aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Die verkaufen wir jetzt alle. Alle weg. Und dann kaufen wir gleich neuen Stoff und neuen Leder und machen da wieder Kinkerlitzchen draus. Und so schließt sich der Kreislauf und wir machen tierisch viel Profit. Muahaha. So, wir sind schon bei 5000. Also ich könnte natürlich auch erstmal aufhören und gucken, ob sie überhaupt irgendwas haben, was wir haben wollen. Aber die haben eigentlich immer irgendetwas, was wir haben wollen. Und wenn es nur irgendwelche Metallsachen sind zum Einschmelzen. So, bei 8000 reicht langsam. Wir wollen Kohle, Kohle, Kohle. Eisen, Stahl, Bronze, Kohle, Stahl, Bronze, Kohle, 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 Eisen, Kohle. Und schon sind wir bei, 780 erst. Schöne Sache. Wir sollen auf jeden Fall dieses Mal wieder sagen, wir hätten gerne viel Kohle, viel Eisen, viel Stahl. Wir können jetzt schon die ersten Brustpanzer herstellen. Oder Waffen, wahrscheinlich eher Waffen. Oh, und ganz viel Holz. Das ist auch schön. 3, 4. Oh, eine ganze Seite voll Holz. 2 ganze Seiten voll Holz. 3 ganze Seiten voll Holz. Wir haben ja gar keinen Platz für so viel. Ja, das war doch mal schick. Aber wir haben ja auch bei jeder Holzsorte gesagt, dass wir da maximales Interesse dran haben. Und da machen die Zwerge keine halben Sachen. So, wir haben noch irgendwelche Ropes, die brauchen wir ja gar nicht mehr. Wir haben hier Stahltrompeten. Könnte man theoretisch einschmelzen, aber lasse ich lieber. Ist mir doch ein bisschen zu teuer. Wir haben hier einen Hundekäfig. Also einen Hund im Käfig. Den nehmen wir gleich mal. Den Hasen nehmen wir auch mit. Den Nanny Goat auch. Ist alles, was man im Notfall schlachten könnte. Oder in den Käfig stopfen, damit die Leute sich dran erfreuen. Alkohol nehmen wir auch mit. Rum und Wein und Ale und leere Fässer, Rum, Ale, Bier, alles mit. Und wir sind immer noch erst bei 2000. Oh ja, schön, schön. Also theoretisch muss man, sobald man das erste überstanden hat, eigentlich kein Essen und kein Trinken mehr produzieren. Man kann fast alles über Karawanen bekommen. Oh, eine Stahlkriegsaxt. Die wird gekauft. 1800, ouch. Aber wir brauchen sowas. Genau sowas brauchen wir. So, eine Bronze-Battle-Axe nehmen wir auch mit. Was haben wir noch? Eine Pickaxe, ne? Eine Bronze-Picke, die können wir auch noch mal mitnehmen, damit wir einen mehr haben, der Steine abbauen kann.
und Schuhe. Die kommen auch mit. Wir wollen nur High Boots haben. Schilder. Das Eisenschild nehmen wir mit. Das Eisenschild nehmen wir mit. Das ist viel zu teuer. Bismut Bronze Helm, Bismut Bronze Cap. Die nehmen wir auch mal mit. Und wir sollten erstmal wieder ein paar von unseren Sachen nachschlagen. Denn mit so wenig Profit wird er nicht nach Hause gehen. So. Unsere Mechanismen bringen sogar auch einigermaßen was. Das ist ja schick. So, er hat jetzt 80-90% Gewinn. Das wäre noch okay. Aber vielleicht wollen wir auch noch irgendwas anderes von denen haben. Sowas wie Stoff und Leder zum Beispiel. Und Sweet Pot Seeds, das ist sehr wichtig. Die hatten wir ja nicht mehr. Pigtail Seeds können wir auch nochmal gleich ein bisschen auf Vorrat holen. Helmspawns haben wir mehr als genug. Noch ein, zwei Beutel, die kosten fast nichts. Und hier haben wir Hundeleder. Eine ganze Kiste voll Hundeleder. Und noch normales Leder. Und Stoff. Und noch eine Kiste voll Leder. Stoff kaufe ich jetzt erstmal nicht, den haben wir. Das kostet nämlich viel zu viel. Ich hole erstmal das ganze Leder, damit wir unsere ganze Lederrüstung produzieren können. So, die auch noch. Und dich auch noch. Die haben richtig, richtig viel Zeug mit dabei gehabt. Das ist schön. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr, wenn sie wiederkommen. So, weg, weg. Ups, da war noch einer. Aber der Gewinn schrumpft immer mehr. Wir sind gleich auf 50% Gewinn. Ich denke mal, das macht er gar nicht. Aber Gerugon kriegt mit jedem Handel ja auch Erfahrungspunkte. Im Handeln. Vielleicht kann er da was rausschlagen. Ich gehe nochmal ganz kurz durch, ob hier irgendwas anderes Interessantes noch ist. Ja, so ein, zwei Sachen könnten wir gebrauchen. Vor allem Essen. Naja, Essen haben wir genug auf Vorrat. Hätte ich zwar alles hier gerne, aber das muss warten. Wir drücken jetzt mal T und gucken, was passiert. Und er hat es angenommen. Super. Also wir müssen jetzt nur noch 50% Profit draufschlagen. Escape. Geh. Alles nach Hause. So, Gerogon kann auch weg. Sehr schön. Wir haben jede Menge Zeug dazu bekommen. Vor allem auch unsere Battle Axes. Also einmal eine Stahl-Kriegsaxt und einmal eine Bronze-Kriegsaxt. Letztes Mal haben wir auch schon welche ertauscht. Das heißt, langsam dürfte unsere Miliz gut zurande kommen. Denn sollten wir auch in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge die Uniformen neu definieren, dass sie auch anfangen, Metallsachen zu tragen. Aber gut, das war's für diese Folge. Wir sehen uns dann gleich wieder.